Eines Morgens hat das Kosser, wir müssen führen, ab Front in Einsatz, die Russen in den Gegenangriff gestartet, oder? Jetzt sind wir da führen, also das SMG, wir haben bloß das LMG gehabt, also bloß das Maschinengewehr gehabt, Lafette haben wir zum Teufel gehabt, wir hätten sie nicht mehr brauchen können, oder? Und dann haben wir uns da müssen orientieren, wir haben die ganze Gegend nicht kennt und nicht, oder? Und dann sind wir zuerst einmal in so austrockneten Graben drin gewesen. Und dann haben wir schon gemerkt, also ganz geheuer ist das da nicht draußen. Haben nämlich viel Scharfschütze eingesetzt gehabt, oder? Jetzt sind wir dann reingegangen, hat man dann, der Spaten hat man da gehabt, oder? Dann haben wir dann auf den Spaten drauf gehabt oder den Stahlhelm. Meistens haben wir den Stahlhelm gerne nicht mehr gehabt, haben bloß die Kappe aufgekippt und dann hat man gleich gemerkt, bang, bang. Oder? Der eine hat das Ding aufgekippt und der andere hat ein paar Meter davor weg Führung geschaut, wo das herkommt. Oder? Dann haben wir schon gesehen, da haben wir keine Zukunft. Oder? Und dann hätte ich müssen eine neue Stellung, wo wir erkundigen müssen. Oder? Und da ist unweit davon ist ein kleiner Friedhof gewesen. Der ist mir irgendwie geeignet vorgestellt, das war ein Friedhof gewesen, als wie der Bilstein-Friedhof, so groß ungefähr, oder? Der sagt zu mir, ich habe einen Stadler beobachtet, dann geht der russische Pack in Stellung. Und dann sage ich, ja, du, ich bin in Deckung. Und im nächsten Moment sagt er zusammen, oder? Hat er vermutlich einen Kopfschuss von einem russischen Scharfschütze gekriegt, oder? Und ich habe den Maja ohne nicht schon länger kennt, oder? Es ist ein urwüchsiger Bayer, ist da gewesen, Waschl hat er geheißen, Sebastian, oder? Und dann bin ich zurück zum Matei, in unsere alte Stellung, und hat den Matei und er hat das MG gehabt, und die hat zwei Munitionskästen vorher geschlafen, und dann habe ich die Stellung eingewiesen, oder? Und nachher bin ich zurück, weil wir nicht alle Munitionskästen mitnehmen können. Und die haben wir noch einmal dann oder zwei die Reste Munitionskästen geholt. Und bin da hinter so einer Hecke, die damals natürlich am 11. März noch kein Laub gehabt hat. Aber ich denke, das langt schon, da sehen sie mir jetzt einmal nicht oder so, oder? Auf einmal bei Gott einmal laufe ich in so eine Maschinengewehrgarbe hin. Und dann habe ich, die haben viel draussen haben bei der Maschinengewehr und auch bei den Scharfschützen sowieso, aber auch bei der MG haben sie viel Sprengmunition, weißt du? Also früher hat man im Ersten Weltkrieg hat man dumm geschossen, die sind vorne entweder abgefielen gewesen oder eingeritzt gewesen, dass sie einmal das Loch gerissen haben. Und da hat man Sprengmunition verwendet. Wenn die irgendwie auf einem Knochen aufgeschlagen haben, sind sie krepiert. Und so ein Explosivgeschoss hat mir das obere Ellbogengelenk zertrümmert. Oder? Und ich bin aber noch nicht vorne beim MG gewesen. Ich habe gerne nichts mehr gewusst und nichts mehr gehört und sehr von dem. Auf jeden Fall, ich bin dann dort gelegen und hier die Situation auch klar geschaut, und dann sehe ich dann geschwind, also mir am Lusser kommt das helle Arterienblut, oder? Also das heißt, die Schlagader ist verwundet, oder? Jetzt habe ich zuerst probiert zum Zuheben, und das ist mir nicht gelungen, weil du hast zu dieser Zeit hast ja die Winteruniform angehabt, und ist einfach nicht gelungen, oder? Und dann habe ich zum Glück ein Sackmesser im Hosensack geht, das an einem ledernen Schuhbänder angebunden war, oder? Ja, das Sackmesser raus, mit den Zähnen aufgemacht und da die Ärmel aufgeschnitten und dann hier ist notdürftig zuzuheben gebracht, notdürftig, oder? Und dann habe ich dann gerufen, wahrscheinlich nach Sani, oder? Und dann ist dann einer gekommen, ein Unteroffizier gewesen, also ein Oberjäger hat das bei den Gebirgsjägern gekostet. Und der hat sich dann über mich gebückt und hat mir behilflich sein wollen. Und in dem Moment
kriegt er vermutlich auch durch einen Scharfschuss einen Lungendurchschuss. Und im gleichen Moment habe ich am Fuß drunter einen Schlag gespürt, gell? Aber ich denke, ja, mein Gott. Granatwerfer haben natürlich auch reingeschossen am Friedhof. Aus allen Rohren noch ein paar russische Granatwerfer. Oder? Ich denke, das ist halt irgendeine Stufe von einem Grab oder ein Splitter drauf. Also der Fuß. Es hat nicht weh, da weiter. Und ich habe ihm keine Beachtung mehr geschenkt. Dann kommt geschwind der nächste her, der zweite her. Der erste ist dann Kompaniemelder gsi. Dann kommt der zweite her, ein Unteroffizier, ein Oberjäger. Und der auch kaum, dass er sich um uns da bemüht hat, kriegt er auch vermutlich durch einen Scharfschütz ein Ding in Fuß rein, Schiebe rein, vermutlich. Oder auch ein Explosivgeschoss. Jetzt sind wir alle drei, da haben wir einen Haufen Kläger gewesen, oder? Herrgott nochmal. Und ich natürlich da, das hat natürlich blutet. Die hat dann schon wieder zugekippt, so gut das gegangen ist. Und dann habe ich mir gleich umgeschaut, was kommt man da unter mir. Dann ziehe ich über dem Friedhof durch, über dem Friedhof Mulhouse, einen grossen Strohhaufen, also einen Strohball, einen grossen Haufen. Ich denke, Herrgott, wenn du da rauskommst, dann wärst du wenigstens, sagen wir, wenn du keinen Volltreffer kriegst, bist du sicher und bist abgeschirmt, sichtmäßig gegen die Dinge, oder? Und dann ist es mir tatsächlich, ich habe natürlich um die zwei Kollegen, die ich eigentlich nicht, kaum kennt, ja, oder? Ich hätte mich nicht kümmern können. Und ist das mir mit letzter Kraft noch gelungen, über den Friedhofmauer rauszuziehen, den Strohhaufen rauszuziehen. Dann bin ich dann hinter dem Strohhaufen in Deckung gelegen und habe dann nach dem Sanitäter gerufen, oder? Dann ist da tatsächlich einer gekommen und hat mir da halt professionell mit einem Gummiband hat man es dann abgebunden, oder? Und dann hat er mir aufgeholfen, hat mir einen Arm genommen, ich konnte laufen können. Und dann hat mich der am Verbandsplatz zurückgeführt, oder? Und wir sind dann dort auch noch unter Beschuss gewesen, einmal, wo wir eine Straße überquert haben, bei Gott, eine Packgranate über unsere Köpfe drüber. Die haben einen unheimlichen Geschossknall, weißt du? Die haben eine ganz hohe Geschwindigkeit, oder? Und das schnellt dann, wo wir wie geübt am Kasernenhofplatz am Bauch flach dort gelegen und nachher wieder weiter. Und wie gesagt, als ich dann eine Weile am Verbandsplatz war, hat das mir angefangen, die Schmerzen ein bisschen angefangen. Aber sie, zum Glück, durch die hohen Blutverluste, bin ich ja ziemlich apathisch gewesen und hat das nicht mehr so weh getan, gell? Und auch im Schuh drin hat es angefangen zu brennen, wo ich da den Glock vorher gesporen habe. Und dann hat man einen Sanitäter den Schuh ausgezogen. Dann hat man gesehen, einen wunderschönen Durchschuss. Und das ist zum Glück der Knochen nicht verwischt, unter dem Fersenbein durch. Und dann bin ich dann in dem Lazarettzug, ist dann von Sitz wieder eine Kontrolle gekommen, oder? Und am zweiten Tag hat man bei der Kontrolle festgestellt, bei mir ist der Wundbrand dazu gekommen, oder? Hat man sofort ausgeladen ins nächstliegende Notlazarett gebadet und amputiert, oder? Bis Bregenz bin ich dann gekommen, aber nicht mehr weiter dort. Ist in der Nacht ganz oben gefahren, als Bregenz am Bahnhof in der Wartehalle drin, da bin ich gelegen, bis am Morgen der erste Zug gefahren ist. Dann bin ich heimgefahren und als ich heimgekommen bin, in Schwarz an einem Linzenberg, da war Mama schon der Frühmesse am Sonntag am Morgen und der Papa war am Melken. Ich habe da gelockt an der Stalltür und bin ich, weil ich ihnen gerne, die ihnen gerne gewusst hätte daheim, dass ich einen Arm verloren habe. Bloß einmal, weil der Bruder aber kurz vorher gefallen ist, habe ich gedacht, hey, kannst du nicht jetzt da gleich mit der Tür ins Haus fahren, oder? Und, ich habe ihn halt einmal geschrieben, als hätte ich mich verwischt oder sie im Lazarett. Oder. Dann bin ich aber in den Stall reingekommen zum Vater. Aber er hat das eigentlich relativ gelassen genommen. Und die Mama ist froh, dass er das als zweit wenigstens geklappt hat von den Buben. Ja, ja. In meinem Vorher haben wir hier einmal untereinander gesehen, also weißt, lieber schon einen Kopfschuss als eine Hand oder einen Fuß weg.
Das haben wir vielmal gesehen. Oder halt mehrmals gesehen, oder? Aber es ist jetzt halt anders gekommen, oder? Nein, also da muss ich sagen, das ist ein großes Glück gewesen, dass man diese Sache eigentlich so, wie es unabwendbar war, dass es eigentlich relativ locker nie können. Ja, ja. Und an die Zukunft denkst du ja noch nicht, oder? In dieser Situation denkst du noch nicht so weit, oder?